Auf dem Rathausplatz in Lemberg soll morgen um 10 die Woche der nachhaltigen Energie eröffnet werden. Wir sind nur zufällig dabei, hören plötzlich vertraute Klänge von einem Kinderchor und erleben mit, wie aus dieser lokalen Veranstaltung plötzlich eine machtvolle politische Demonstration wird. Ein Bekenntnis zu Europa, zur EU, zur Ukraine. Sie singen hier nicht zufällig die Ode an die Freude, die Europahymne. Es soll ein Zeichen sein. Er hat sich das ausgedacht. Andriy Sadovyj ist der Oberbürgermeister von Lemberg, 45 Jahre alt, seit 8 Jahren im Amt, schon 2-mal gewählt, zuletzt mit einer Zustimmungsrate von 42%. Er will die Einheit der Ukraine, aber er will auch Normalität. Ich wurde in diesem Land geboren. Ich will, dass die Ukraine erfolgreich ist. Dafür arbeite ich viel. Ich liebe die Menschen und ich glaube an Gott. Und ich versuche, ein Vorbild zu sein, damit auch andere mit anpacken. So bin ich. Anfang des Jahres gab es auch in Lemberg einen Euromaidan. Das hier sind alte Bilder aus dem Februar. Genau wie in Kiew trafen sich die Menschen hier jeden Tag und hofften auf eine glückliche Zukunft. Als wir den Oberbürgermeister jetzt im Juli auf den gleichen Platz begleiten, ist nichts mehr zu sehen von all dem Kampfeswillen für eine Westorientierung der Ukraine. Jetzt sieht hier alles normal aus. Und die Bürger von Lviv, wie Lemberg auf Ukrainisch heißt, wollen vor allem eins, ein Foto mit ihrem Bürgermeister. Der ist so beliebt wie ein Popstar. Und im Gespräch gibt er sich kämpferisch. Gegen den russischen Aggressor kämpfen nicht 1.000 oder 10.000 oder 100.000 unserer Soldaten, sondern 45 Millionen Ukrainer. Wir werden dieses Land niemals abtreten. Die Ukraine ist Gott sei Dank unabhängig und sie wird unabhängig bleiben. An den Universitäten der Stadt ist das Semester fast beendet, Prüfungsphase. Der Oberbürgermeister hat Hunderte von Studenten von der Krim aufgenommen, als sie nicht wussten, wohin. Und ab Herbst sollen genauso viele aus dem umkämpften Osten nach Lemberg kommen. Praktische Lebenshilfe. Zum Beispiel für Valentina 19 und ihren Freund Vitali 21. Beide sind aus Simferopol geflohen, der Hauptstadt der Krim. Der Kontakt zu Freunden und Bekannten auf der Krim ist abgebrochen. Die waren alle pro-russisch, ich nicht. Meine Eltern sind noch dort, arbeitslos. Mein Vater war Chefarzt, aber er wurde gezwungen, freiwillig zu kündigen. Er hatte keine Wahl. Ich glaube trotzdem, dass die Krim wieder ukrainisch wird. Alles ist nur wegen Putin so schlimm. Solange Putin lebt, hat die Ukraine keine Chance. Da bekommen wir unsere Gebiete nicht zurück. Aber später wird uns der Osten wieder gehören, auch die Krim. Die 20-jährige Ljubow kommt aus Odessa, da, wo gekämpft wurde. Sie floh nach Lemberg, trotz der eindringlichen Warnungen der pro-russischen Kräfte vor Ort. Ja, die haben mir viel Unsinn erzählt. Mein Vermieter meinte, dass ich hier in Lemberg getötet würde, weil dort nur Banditen lebten. Da gäbe es noch keine russischen Soldaten, die uns beschützen würden. Er sagte, ich dürfe kein Wort Russisch reden. Hier brächten sie Frauen und Kinder um und wir würden hier Hunger leiden. Es wäre eine große Krise. Ljubow hat viel nachgedacht in den letzten Wochen, auch darüber, was sich in der Ukraine ändern muss, auf beiden Seiten. Die Menschen müssen sich ändern im Osten und im Westen der Ukraine. Sie müssen verstehen, dass das Leben nicht besser wird, wenn sie etwas klauen oder wenn sie Schmiergelder annehmen. Wenn man besser leben will, muss man selber etwas für die Gemeinschaft tun. Sonst kann uns keiner helfen. Oberbürgermeister Sadovyj hört das gern. An diesem Nachmittag macht er in Kommunalpolitik und nimmt an einer Veranstaltung zur Altstadtsanierung teil. Jeder Lemberger müsse seinen Hinterhof schöner gestalten, ist die Botschaft. Und die wird gleich entsprechend politisiert. Früher sagte uns die sowjetische Ideologie, wir sollten nichts tun, zu Hause rumsitzen und auf den Befehl warten, was jeder zu machen habe. Das ist falsch. Wir erwarten jetzt auch Eigeninitiative, dann wird uns auch geholfen. So wie hier von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland. Die gibt uns Geld. Zurück im Rathaus betont der Oberbürgermeister aber auch, dass jetzt die Russen am Zuge seien. Sie sind unsere Nachbarn, sagt er, das ist nun mal so. Aber im Moment können wir ihnen nicht die Hand ausstrecken nach allem, was sie uns angetan haben.
Russland war doch immer unser Brudervolk. Jetzt haben sie uns einen Dolch in den Rücken gestoßen. Das ist sehr schmerzhaft. Jetzt warten wir auf ein großes, deutliches Zeichen des guten Willens von dort. Erst dann können sie wieder unser Partner sein, wenigstens in der Wirtschaft. Bei allem Friedenswillen, so schnell werden sie in Lemberg nicht vergessen, was da geschehen ist in ihrem Land. Der Bürgermeister hat Fotos der getöteten Aktivisten, die bei den Kämpfen auf dem Maidan in Kiew gestorben sind, am Eingang des Rathauses aufhängen lassen, als Mahnung für das, was sie jetzt am dringendsten brauchen in der Ukraine: Frieden.